Katzenvideo. Ich höre hier Viecher, aber ich sehe keine Viecher. Na gut, gucken wir mal. Wo ist das? Okay, ja, die gehen ja mittlerweile gut down. Und so geht es weiter. Hier war nichts mehr gewesen. Nope. Hier war auch nichts mehr. Hier war dann diese komische Wurm. So, und jetzt hier unten, glaube ich, ging es los, ne? Boah, ist das eklig. Weil die schießen auch super schnell. Wie mache ich denn das am dümmsten? Mit ganze Zeit blocken oder ganze Zeit ausweichen. Auf jeden Fall muss ich warten, bis sie geschossen haben und dann loslaufen. Na komm. So, jetzt. Scheiße. Komm, komm, komm. Kommen die her? Ah, das ist echt eine eklige Stelle, Leute. Ich weiß auch nicht, ob das bringt, die zu töten, aber ich muss es probieren eigentlich. Gucken wir erstmal, wo es hier weitergeht. Geht's auf jeden Fall weiter. Verzeihungsmaske. Toll. So, nee, hier geht's nicht weiter. Doch hier. Könnte mal drauf springen. Und dann kommt man in das Gebäude rein. Vielleicht hat man da eine bessere Position, um die hier wegzuhauen. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Ja, ich würde die schon gerne jetzt probieren. Ich warte jetzt, bis die geschossen haben. So, jetzt los. Drauf. So, das war gut. Okay, hier gibt es auch noch Truhen. So. Das ist eine Liebetruhe. Ja, wenn das Ding zu uns zeigt, ist eine Liebetruhe. Ja, wenn es weg von uns zeigt, das Ding. Ja. Finstere Kugel. Das Bild sah irgendwie total gruselig aus. Finstere Kugel, finstere Kugel, finstere Kugel. Finstere Kugel ist hier nicht dabei. Ist hier nicht dabei. Puh. Wo ist denn die finstere Kugel jetzt hin? Ist das ein Zauber? Das kann doch ein Zauber sein. Na, ja, dann ist das doch... Jetzt bin ich ja wieder bei den gleichen Sachen. Ich find's nicht. Was soll denn sonst eine finstere Kugel sein? Ich hätte gedacht, das ist einfach bei dem Random-Zeug hier. Ist es aber nicht. Rüstung wird's nicht sein. Ring wird's natürlich auch nicht sein. Puh. Kein Plan. Ich weiß es gerade nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich gucke dann vielleicht nochmal in Ruhe nach oder so. Okay, weiter. Ah, seht ihr, da wären wir hier reingekommen. Hatte ich schon den richtigen Gedanken gehabt. Aber jetzt geht's hier nicht weiter. Das heißt ja dann für mich... Das heißt ja dann für mich, dass wir dann doch wieder zurück müssen, da wo ich umgekehrt bin. Da muss man wahrscheinlich jetzt lang. Nicht jetzt nur, da muss die finstere Kugel aber cool sein eigentlich. wenn ich extra wegen der jetzt hierher gelaufen bin. Ah ne, halt, guck mal, hier geht's noch lang. Nee, halt, hier geht's auch. Wir kommen ja von der Treppe. Hier waren wir noch nicht, ne? Aber hier ist nix. Hier ist nix. Können wir denn hier die Seitenwand lang? Na egal, ich will es jetzt nicht. Nee. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und, hier lang, ne? Wenn wir jetzt hier lang laufen, wo kommen wir da hin? Können wir runterspringen?
aufs Balkon bekommen. Kommen wir da einfach so rüber? Müssen es probieren. Denn ja, nach links wird es auch gehen. Seele wieder. Die Frage ist jetzt nur, wenn wir am dümmsten laufen, dass wir zurückkommen. Wir können jetzt hier rüberspringen. Schauen wir einfach mal, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich hoffe, dass ich jetzt alles gesehen habe. Kann auch sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Werden wir ja merken, wenn wir jetzt, wie nicht weiterkommen sollten oder so. Kann passieren. Aber hier, eigentlich sah ja der Weg jetzt so aus, als ob es hier weitergeht offiziell. Moment. Es wurde gerade irgendein Finstergeist besiegt. Nicht von mir, der ist wahrscheinlich einfach nur runtergefallen. Da haben wir 20.000 Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass hier einer drin ist. Ah, das ist doch dann keine KI, oder? Also KI ist doch in einer Regel nicht so blöd und läuft, er springt dann einfach runter oder so. Keine Ahnung. So, na dann gehen wir hier mal weiter. Alter. Na, hier muss ich ja blocken. Jetzt haben wir es mal geschafft mit dem Ausweichen. Hatten die schon die ganze Zeit solche komischen Köpfe? Da ist auch ein Vieh. Da leuchtet was. Hier sieht es auch so aus wie dieses schleimige Zeug von diesem Artorias-Ritter. Abfall. Yay! Na komm her. Ist jetzt hier irgendwie runtergesprungen. Große Scherbe. Na, hier geht's schon wieder tief rein, ha? Wahrscheinlich. Oh, hier sind viele. Hier müssen wir aufpassen. Na, hier komme ich nicht drüber, ich wollte eigentlich auf den draufspringen und zuschlagen. Das ist ein scheiß Zauberer hier. Aber wenn sie treffen, machen sie ganz schön Aua, die Guten. Also den müssen wir als erstes killen hier. Können wir denn hier irgendwie draufspringen? Scheiße. Oh nein, jetzt konzentrier dich bitte. Jetzt komm. Heilen schnell. Nein! Oh, da ist noch einer gewesen! Scheiße! So was Unnötiges schon wieder. Kann doch nicht wahr sein. Aber gut, es ist nicht weiterhin. Es ist nicht weiterhin und wir kriegen die 10 Punkte schon wieder. Ich bin da recht zuversichtlich, ich hoffe es zumindest. Trotzdem, ey, so was Unnötiges, weil ich mir nicht genug angeschaut habe. Na, die sind aber auch gemein, die Viecher. Die sind auch gemein. So, Leute. Weiter. Habe eine kleine Pause gemacht. Kann bei DS nicht schaden. Wow. Das wäre jetzt übel gewesen. Ganz ruhig jetzt. Also, es sind immerhin 70.000 Seelenpunkte, die auf uns warten. Die würde ich schon gerne wiederbekommen. Vielleicht nochmal. Sehr gut. Können wir denn das Leuchtfeuer wieder benutzen, dass wir mehr Heiltränke haben? Ah, hier, das war krass, wie das hier schief ist. Ich hätte gerne noch 5 Heiltränke mehr. Na, jetzt können wir es wieder benutzen.
wir haben nicht genug Menschlichkeit dafür, glaube ich. Wir haben nur eine Menschlichkeit. Dammit. Na gut. Kann man sich ändern. Das Dumme ist jetzt nur, habe ich jetzt... Ah, nee, ich hab nicht gerastet. Okay, so, na dann probieren wir erstmal zu 10 Punkten wieder. Es ist ja an sich nicht so weit, ne? Es ist wirklich nicht so weit. Und am Ende wette ich, wenn wir das hier alles durch haben, dann kommen wir dann hier wieder hoch oder so. Ich weiß es nicht. Ja, da hat zum Timing nicht ganz so gut hingehauen. So, Achtung, jetzt kommt gleich wieder der Zauberer. So, jetzt schnell drauf. So. Er lebt ja noch. Ist hier noch einer? Nee. Hier ist einer. Es ist aber auch eklig hier, weil man jederzeit auf hier runterfallen kann. Wobei die Übergänge gehen ja noch. Da hat man ja schon dünnere. Am schlimmsten und am coolsten gemacht fand ich da diese kleine Festung, wo dann die ganzen Echsen waren und so mit diesen schwingenden Teilen da. Da war ja auch so ein ganz dünner Übergang. Das war cool gemacht. War aber auch schwierig da vorbeizukommen. Bin ich auch ein, zweimal gestorben dran. Also ganz oben an dem Teil dann, bevor man dann zu dem Eisengolem kommt. Dieser ganz dünne Übergang da. So, hier ist einer. Nochmal. Scheiße. Nein, die Stelle ist aber auch gemein. So, schneller. Puh, das war knapp. Ich wäre beinahe runtergefallen. Komm nochmal. Ganz ruhig. Alter, mein Herz. Es geht halt jetzt um wirklich schon viele Seelenpunkte. Wenn wir sterben, okay, auch nicht so wild, aber ich würde die schon gerne verwenden. Das sind, glaube ich, fast 2 Level. Ich habe da so keinen Bock, deswegen nochmal zurückzurennen, wisst ihr? Also jetzt die Seelen holen, dann nochmal zurückrennen, da habe ich keine Lust drauf. Das ist unnötig. Mal. Na, ja, zerkrabbelt. So, hier sind wir gestorben, unsere Seelen liegen. Ist einer runtergefallen. Ist ja gemein, wenn man das nicht mitbekommt, ey. Ja, die bringen auch schon 600, das sind andere Viecher, auf jeden Fall. Die vorher haben wir noch 400 gebracht, so da ist es. Na gut. Aber ja, wir könnten mal... Weiß nicht, ob das klappt. Scheiße. Okay, ganz ruhig. Aufheben. Lass mal den umhauen. Ausweichen. Nochmal. Ganz ruhig. Wieso treffe ich? Ich hab doch gar nicht mehr zugehauen. Hau zu. Heiltrank, schnell. Der lebt ja noch. Man kann sich auch anstellen. Aber der Zauberer, der hat uns nicht bemerkt, der andere. Das ist natürlich vorteilhaft. Aber mich nervt, dass wir nur noch 6 Heiltränke haben. Weil ich mich auch total dämlich hier anstelle. Aber gut, passiert halt immer wieder. Wo ist denn der Zauberer? Sich überhaupt nicht. Aber ich muss das irgendwann mal skillen, ey. Ich hoffe, ich treffe hier mal auch noch irgendeinen NPC oder so, wo ich das skillen kann. Seele hält. Wo ist denn der Zauberer? Ich sehe den nicht. Vorhin waren ja 2. Ah, jetzt schießt er. Der ist da oben. Okay. Dann müssen wir hier durch die Tür. Den müssen wir eigentlich erstmal umhauen. Möglichst. Weil die machen schon übel Damage. Wenn man da nicht aufpasst, ist man dann schnell tot, wie man jetzt schon gesehen hat mehrmals. Alles schief hier. Boah, ist das gemein.
Arschloch. Muss doch hier irgendeinen Sinn haben. Ich weiß nicht, wie tief das hier runter geht. Das ist schwer einzuschätzen, was geht eigentlich. Aber wo kommt man denn da hin? Ah, wir kommen dann wieder zu der Treppe. Ja, okay, aber hey. Das bringt es jetzt ja nicht so sehr. Oh, ganz ruhig. Ah, hier kommen wir noch hin. Irgendwie. Kann man da jetzt einfach rüberspringen? Ich würde es halt testen. Oder wir probieren mal. Versuchen mal außen. Ansonsten, wenn das nicht geht, werde ich einfach mal rüberspringen müssen. Boah, wo kommt der jetzt her? Die hauen aber auch dann übelst Damage rein, wenn man mal nicht aufpasst. Ich muss hier viel, viel mehr aufpassen noch. Na, hier waren wir ja eben. Ich würde es ja mal testen, ob ich da rüberspringen kann. Wir haben jetzt 3 Menschlichkeit, wo kommen die denn? Ach ja, klar, weil wir unsere Seelen wieder aufgehoben haben. Wollen wir es probieren jetzt hier? Das müsste eigentlich gehen, oder? Die Frage ist nur, ob das was bringt. Also das ist eine Truhe, wir waren da auf jeden Fall noch nicht. Na, ja, sehr gut. Da ist einer drinne. Na komm, den kriegt man doch, glaube ich, sogar Daumen, bevor er was machen kann. Ja, das ist immer angenehm. Wappenschlüssel. Interessant. Hier ist eine Leiter. Hier, ach ja, hier war das Dach gewesen, wo wir den gelootet haben, ne? Dachte ich. Wir könnten rein theoretisch hier. Nee, hier waren wir noch nicht gewesen. Ah, ich jetzt hier runterspringen. Aber rein theoretisch ist es ja immer so, wenn man runterspringt, wo es geht, ist ja immer irgendwas und man kommt dann auch immer wieder zurück. Ich würde es mal testen wollen. Hier haben wir, glaube ich, den Zauberer, ne? Ich spring mal auf das Dach hier drauf. Ich guck mal, was dann passiert. Ich hoffe, es passiert keine Scheiße. Aber so ist es ja meistens, dass es dann irgendwie klappt. Okay, können wir auf jeden Fall was looten. Doppelmenschlichkeit, okay, da hat es sich doch gelohnt. Muss man schauen, dass wir jetzt wieder zurückkommen irgendwie. Dann kann wir auf das Dach springen. Das war die einzige Möglichkeit, ha? Huh? Und jetzt hier drauf. Ist hier irgendwas? Nee. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Boah, Alter. Was sind wir denn jetzt? Es ist aber auch eklig hier. Ah, und da oben ist dann wieder der mit der Zauberer. Ah, da sind wir jetzt nicht hingekommen, ne? Gab's keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal runterspringt. Okay, also schließt sich erstmal hier der Kreis. Ich frage mich nur, wie wir dann zu dem Zauberer kommen. Ach, geht jetzt erstmal nicht anders. Ist schon ein bisschen wieder Kopfkino hier, so das Gebiet, auf jeden Fall. Gut gemacht. Alter. Welche Fenster nach unten. Wenigstens sind da welche Gitter davor, dass man nicht runterfallen kann. Ja gut, gehen wir erstmal hier rein. Pass auf, Abkürzung. Okay. Ah, da kommen wir zu dem Leuchtfeuer bestimmt, ne? Schätze ich jetzt mal. Ja, das wäre geil. Dann können wir skillen. Und könnten unsere Heiltränke holen.
Richtig nice. Ist ja nicht runterfallen. Wobei, ist ja auch nicht so wild. Geil, das ist cool. Aber ich bin ja echt geneigt, um meine Rüstung zu verstärken jetzt endlich, weil... Ich mache sowieso so viele Seelenpunkte. Das nächste Mal unseren Torso, weil ich bezweifle, guckt mal Leute, ich guck nochmal kurz. Ich bezweifle, dass wir jetzt so schnell einen besseren Torso finden, der so wenig wiegt. Könnt ihr mal schauen hier. 3,9 wiegt der. Also da ist ja nichts dabei, was andere mal, selbst das hier 4,7 ist aber viel schlechter, also wiegt mehr und ist schlechter. 3,5 viel schlechter. Das ist sogar, das ist fast so gut wie so eine 10,9 Rüstung teilweise. Gut, das ist die Ritterrüstung, die ist eh nicht so toll. Aber grundsätzlich gibt es hier nichts, was ansatzweise so stark ist. Und mit dem Gewicht. Deswegen ich doch denke, dass wir den Torso mal upgraden können. Machen wir das mal. Zum Verstärken. Ich muss es halt noch finden. Na komm, mal ein bisschen schneller. So, hier. Ja, das bringt schon mal noch einiges. Wir haben jetzt 9 Funkeltitanit. Also auf plus 5 kriegt man es, glaube ich, dazu, gell? Glaube ich. Boah, guck mal, jetzt der nächste Step bringt nochmal 4 Abwehr mehr. Also mehr als 10%. So. Scheiße, 1 Funkeltitanit fehlt uns für plus 5. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Die anderen Sachen brauchen wir auch Fakultät dann, die dann, ne? Hä? Werden wir es denn finden? Da muss ich dann zum Schmied erst. Wo muss ich das... Wo sind denn hier zum Beispiel... So, das müsste ich doch upgraden können, hier Wächterbein und Stulben der Kanalisierer, oder? Hätte ich gedacht, aber ich finde es gerade nicht. Ich schaue nochmal kurz. Ja, wenn es nicht dabei ist, ist es nicht dabei. Dann geht's anscheinend nicht. Also das könnte ich auch upgraden, aber das lohnt sich nicht. Wahrscheinlich sind die schon so weit, dass es nicht höher geht. Kann sein, dass man die wieder umwandeln kann oder so. Muss ich mal gucken. Aber hier kann ich auf jeden Fall jetzt nichts mehr machen. Na naja, gut, dann nehmen wir jetzt mal die in den letzten... Machen erstmal entfachen. Ne, erstmal Aushöhlung umkehren muss man machen. Dann entfachen, dass wir erstmal 15 Heiltränke haben. Nice. Und jetzt noch aufsteigen. Können wir sogar zweimal machen. Richtig cool. Weiter Kondition. Es bringt halt wirklich noch viel. Guck mal, es bringt 1,8. Frage ist, wie viel Ausdauer wir noch dazu bekommen. Das weiß ich gerade nicht. Ah ne, Belastung ist ja... Ausdauer steigt dann nicht mehr. Sehe ich gerade. Die Ausdauer geht nicht mehr hoch. Na gut, dann lassen wir es jetzt auf 41. Davor ist sie immer noch gestiegen, aber jetzt geht man es anscheinend nicht mehr höher, die Ausdauer. Zumindest aus. Ja, dann Stärke. Ja, machen wir halt Stärke weiter.